zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der Grünfelder Land. Wir sind hier wieder am Start, gehen auf die letzten 25 Folgen dem Projekt zu. Und ich habe mir überlegt, wir werden uns jetzt eine Produktion noch aussuchen, auf die wir jetzt erstmal uns hinarbeiten werden. Beziehungsweise ich habe mir sie eigentlich schon ausgesucht, so müsste man eher sagen. Und zwar möchte ich gerne den Havanna Club betreiben, also die Havanna Club ich weiß nicht, ist das Whisky, ist das Rum oder so irgendwie was. Ich habe keine Ahnung, was wir dafür brauchen. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall 264.000 Euro brauchen, um das Ding zu kaufen. Das ist hier oben. Ja, ich hatte schon mal geguckt. Keine Ahnung, was hier reinkommt. Das wird das Spannende sein. Hier drüben brauchen wir Paletten, Karton und Flaschen. Das ist alles kein Problem. Und irgendwo hier draußen war dann die Abholung. Also das, die große Unbekannte ist das, was da drin ist. Aber wie gesagt, das werden wir sehen. So, hier läuft die Aussaat weiter. Hier waren wir stehen geblieben gerade eben. Wasser werden wir hier noch ein paar Touren hier hochbringen wieder. Das heißt, er geht raus, dann kann der seine Runde schnell fahren. Und wir gucken mal, was sonst noch so los ist. Genau, hier rollen wir Sand ab. Kommt da noch was? Kieswerk ist auf jeden Fall am Laufen, ist auch noch Diesel da. Gut, dann warten wir da mal noch ein bisschen. Dann hier werden Paletten produziert. Er steht hier. Ach ja, Flüssigdünger. Geld machen, genau. Dann geht es gleich wieder für dich rüber. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen mehr Flüssigdünger, den wir da verkaufen können. So, wie sieht es denn eigentlich bei unserem Gewächshaus aus? Ist alles am Laufen? Dünger ist am wenigsten. Glasherstellung. Ah, wir brauchen Leerpaletten. Karton haben wir. Ah, deswegen haben wir auch den hier runtergefahren. Weil wir da bestimmt Paletten holen wollen. Ja, 38.000 für den bisschen Flüssigdünger. Das ist doch gut. Und wir haben jetzt hier zwar nicht allzu viele Paletten, aber besser als gar nichts. Ja, da fährst du einfach zum Hochhof und den Weg zur Flaschenproduktion, der ist ja dann nicht so sonderlich weit. So, genau, du fährst auch zurück. Haben wir noch irgendwo was zu ernten bei uns gerade? Nee, aber bald. Also werden wir jetzt definitiv den Drescher nicht auf irgendeine Mission schicken. Das wäre, glaube ich, sehr schlecht. So, der holt hier. Aber wenn wir jetzt mit Paletten unterwegs sind, auch wenn es hier noch, ja gut, 18.000 Liter ist, besser als gar nichts. Fahren wir mal schnell zum damit es da eben losgehen kann. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir die Einmachgläser deaktivieren, weil die brauchen wir erstmal nicht.
Ja, und wenn wir das mit dem Havanna Club irgendwie hinbekommen haben, dass der auch läuft, können wir gucken, was wir noch für eine Produktion in Gang setzen wollen. Und auch jetzt nochmal der Hinweis, wie gesagt, 25 Folgen haben wir noch. Schreibt gerne in die Kommentare, auf welche Karte wir dann gehen sollen. Das nächste Projekt oder die nächsten Projekte, die wir ja hier machen werden, jeweils 60 Folgen lang nur. Und ihr könnt entscheiden, wo es uns hin verschlägt. Also haut gerne raus in die Kommentare, damit ich da auch irgendwas vorbereiten kann. Ansonsten muss ich mir was aussuchen, wenn sich niemand meldet, aber auch das wäre kein Problem. So, der Arion ist schon hier angekommen, das heißt, da machen wir gleich Flüssigdünger rein. Aber erstmal bringen wir schnell den Sand hoch da in die Flasche leer, um dann irgendwann die Flasche voll zu machen. Jetzt bleiben wir hier auf der Waage noch hängen. Sand abladen. Also, das ist Deko. Ich dachte schon, wir haben da ja doch Paletten schon stehen. So, der holt Wasser. Und ja, hier. Flüssige Dünger. Haben wir noch 20.000. Ja gut, immerhin die eine Tour. Wie sieht es hier mit Dünger aus? 11.000, das ist nö. Da warten wir noch ein bisschen. Wenn wir schon hier sind, läuft das hier noch? Ja, das sieht gut aus. Alles voll. Da könnte man sogar noch was reinstellen. Ja, ich dachte, das sind nur Deko hier. Gucken wir gleich mal, wo der LKW mit den Paletten ist, ob wir den vielleicht abfangen können, damit wir schneller Richtung der Flaschenproduktion kommen. So. Wo bist du? So. Da, ha. Guck mal, guck mal. Das war doch jetzt aber sowas von punktgenau. So, dann müsste doch hier jetzt produziert werden. Schauen wir mal. Glasherstellung, ja genau. Aber wir machen die Einmachgläser, machen wir aus. So. Gut. Ja. Aber wir könnten den Drescher. Was haben wir denn auf der 75 angesät? Raps, okay. Da könnte man den ja schon mal bereitstellen. War
quasi schon mal alles startklar machen, wenn dann irgendwann das Ding reif ist, dass wir loslegen können. So, das heißt, Feld 75, nein, wir dreschen Feld 75. Haken wir den schon mal da vorne dran. Dürfte eigentlich nicht mehr allzu lange dauern hier. Wie sieht es denn düngetechnisch auf den Feldern aus? Ja, die müssten alle noch gedüngt werden nochmal. Okay, nehmen wir den hier. Dann hoffen wir, dass das alles jetzt noch funktioniert mit dem Ding. Bleibst du stehen? Oha, okay. Justin, wir haben ein Problem. Das wird nichts. Es sei denn, warte, wir können mal was testen. Wenn wir jetzt hier einfach halb vorne reinmachen. Vielleicht reicht das Gewicht aus, um das so ein bisschen auszugleichen. Hier, oder? Ja, aber es könnte fast reichen. So, der Arion ist schon wieder angekommen und das ist sehr gut. So, das heißt, wir gehen auf die 77 als erstes. Streuer 77. Zack, zack, erster Wegpunkt. Das ist schlecht. Wir können nicht Düngen auswählen. Gut, dann wird das mit dem Pony überhaupt nichts. Tut mir leid, ich hätte es ja gern gemacht. Wir brauchen hier ja, den zum Beispiel. Mit dem fetten Gewicht müsste der das eigentlich schaffen. So, geht es diesmal hier auf die andere Seite. Fährst du mir einfach zurück. Dann müssen wir das ausprobieren, ob das klappt. Der ein Gewicht? Ne, der hat auch kein Gewicht dran. Aber der könnte weiter Wasser fahren. Guck mal, das ist doch was. Oh. Wasser zur Kartonproduktion.
Ja, dann lassen wir die nämlich ein bisschen weiter Wasser fahren und den Case nehmen wir zum Düngen her. So, wie schaut's aus hier? Wie schaut's aus? Gut, Abfahrt. So, der braucht halt auch noch 20 Minuten. Der wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, um zu düngen, der Xerion. Aber was nicht ist, das ist nicht. Andererseits würde ich ja sagen, lass uns ein bisschen vorspulen, dass das Feld reif wird. Aber dann werden halt auch die hier noch nicht gedüngten Felder eventuell reifen. Das ist wieder schlecht. So, du bist fertig. Alles Vor- und Nachteile. So, aber jetzt will ich doch mal gucken, Glasherstellung, läuft das denn jetzt? Jo, 416 Liter Flaschen. Perfekto, perfekto. So. Na, hier geht es auch langsam weiter. 5, 5. Wie schaut es denn hier, aber hier unten bei der Holzkohle aus? Es ist so ruhig hier, es ist so ruhig hier. Holz. Aber die läuft. Gut, wir können nichts mehr auslagern. Ah, dann müssen wir mal den da zum Sägewerk bringen und dann können wir nämlich Holzkohle verkaufen und Scheitelholz auch, denke ich mal. Da gucken wir gleich noch mal. So, erstmal den auf den Weg schicken. Lass uns mal gucken, ob wir Holzkohle und das Scheitelholz gleich verkaufen können an derselben Verkaufsstelle. Geht beides zum Holzmichl. Ja, guck mal, das ist doch ganz gut. Du willst sagen, du schaffst den Berg hier nicht, oder was? Sind noch da. Hier sind Hackschnitzel. Ja, da ist noch nichts Neues, aber wir können halt aufladen, was wir aufladen können gleich und nehmen das alles auf einmal dann mit. So. Der macht hier sein Ding. Mal gucken, hat der. Ah, er hat es jetzt geschafft. Gut, der ist also auf dem Weg nach drüben. Das heißt, wir könnten eigentlich das Fass kurz hier stehen lassen und gleich den Düngestreuer dran koppeln. Ja, das wäre Feld 77 nochmal. Düngestreuer 77. Dann mache ich den gleich fertig, schicke den auch los. Ja, aber.
für euch, ja, oder nee, anders. Ihr seht das erst morgen, weil wir erstmal für den Moment fertig sind für heute. Wie gesagt, morgen geht es dann hier weiter. Dann gucken wir mal, wie weit wir Richtung der Havanna Club Geschichte kommen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Ich sage tschüss für heute und bis morgen.